Jo Leute, ich bin's Gian, E-Sporter von RB Leipzig und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in FIFA jeden Elfmeter verwandelt. Leute, Elfmeter sind wirklich sehr, sehr wichtig, denn jeder Schuss muss sitzen, ja. Falls ihr ein Spiel entscheiden wollt, muss der Elfmeter auf jeden Fall auch rein. Deswegen ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man viele Varianten von Schüssen kann. Elfmeter könnt ihr am besten trainieren, indem ihr in das zugehörige Skillgame geht. Ihr könnt zunächst die Pfeilanzeige aktiviert lassen, um einen besseren Eindruck darüber zu bekommen, wo genau ihr hinspielt. Später solltet ihr die Anzeige allerdings ausschalten, denn falls ihr offline gegen einen Freund spielt, kann er sonst sehen, wo ihr hinschießt. Die beste Variante, einen Elfmeter in FIFA 18 auszuführen, ist folgende. Ihr lauft an und ladet einen Schussbalken bis zur ersten Markierung auf. Dabei zieht ihr mittig links oder mittig rechts. Es klingt vielleicht etwas komisch, die Bälle nicht exakt in die Ecken zu schießen, aber in FIFA 18 tun sich die Torhüter mit diesen Elfmetern schwer und springen häufig über den Ball. Außerdem ist die Variante sicherer, da bei zu viel Präzision ein Fehlschuss oder Pfostenschuss droht. Der Elfmeterwert, den der Spieler hat, ist ebenfalls wichtig. Je höher der Wert, desto präziser ist der Abschluss. Ist der Wert zu niedrig, variiert der Schuss sehr stark von dem, was ihr über den Stick eingegeben habt. Stellt ihr in euren Ultimate Team Squad einen standardmäßigen Elfmeterschützen ein, indem ihr den Elfmeterwert der Spieler vergleicht. Jo Leute, das war's zu meinen Elfmetertipps und ich hoffe, dass ihr jetzt demnächst alle Elfmeter reinmacht und bis zum nächsten Mal, euer Gian.